So, Trainer, rein in die englische Woche mit Borussia Dortmund. Zu Hause, Heimspiel, Flutlichtspiel. Jetzt allerdings mit einem neuen Trainer. Wie weit musstest du die Vorbereitung, den Plan, den du schon bestimmt schon in Strukturen hattest, wie weit musstest du den umwerfen jetzt mit der neuen Situation? Ja klar, müssen wir auch darauf reagieren und wissen jetzt, wie Dortmund klar in den letzten Wochen gespielt hat und der Peter Bosz, jetzt gehen wir davon aus, Peter Stöger jetzt auch, dass er noch seine eigene Note da reinbringen möchte für das morgige Spiel und wir werden uns auf alle Dinge darauf vorbereiten und wir wussten aber auch letzte Woche schon, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird gegen Borussia Dortmund, das Heimspiel jetzt und freuen uns aber jetzt auch drauf mit der Leistung im Rücken aus dem Leipzig-Spiel, Flutlicht an, Zuschauer sind da. Das Stadion wird pickepacke voll sein und von daher freuen wir uns morgen auf ein geiles Spiel und natürlich auch mit dem richtigen Ergebnis, hoffentlich am Ende. Dafür sind wieder natürlich dann zuständig. Heißt wieder so eine Herangehensweise zu wählen oder hinzukriegen wie gegen Leipzig. Damit war, glaube ich, jeder mega zufrieden. Wie schwierig wird es denn jetzt quasi auch so einen Ansatz zu finden? Also es wurde eben auf der PK schon gesagt, die Grundordnung mit den zwei Stürmern, die viel Druck gemacht haben, viel Speed gehabt haben, war ja schon trickreich auch der Ansatz oder was anderes. Wie kommst du jetzt nochmal auf so einen Ansatz dran? Beziehungsweise hast du alle Mittel zur Verfügung, die du brauchst, um sowas nochmal reinzubringen? Volkmann ist verletzt quasi. Ja, Oder Fragezeichen. Gerrit ist Fragezeichen noch jetzt mit seiner Rückenproblematik aus Die war mega lang übrigens, die Frage. Es tut mir leid, ich bin da nicht so ganz auf. Aber du weißt, Ich worauf ich muss mich erst hinaus mal will. konzentrieren. Ja, ich weiß schon alles. Auf jeden Fall geht es darum, erstmal zu wissen jetzt, wer zur Verfügung steht. Das ist die kurze Antwort. Und dann aber werden wir einen Ansatz auf jeden Fall für uns finden, wo wir auch das gute Gefühl aus dem Leipzig-Spiel mitnehmen. Aber das heißt nicht, dass wir genauso von der Systematik so rangehen werden. So, und dann freuen wir uns einfach drauf auf das morgige Spiel mit kürzeren Fragen. Ich werde mich dran drum bemühen. Jetzt aber noch eine abschließende, wenn wir schon dabei hatten, dass du von der Fitness jetzt her nicht ganz aus dem Vollen schöpfen kannst. Wie schwierig wird es denn bis zum Ende jetzt dieser Phase? Wir haben Bremen danach noch, dann gibt es noch ein Pokalspiel. Gehen wir schon auf dem Zahnfleisch oder haben wir noch Körner am Tank? Das interessiert keinen. Das Zahnfleisch interessiert morgen keinen, am Samstag keinen und am nächsten Dienstag auch keinen. Sondern das ist einfach so, dass wir jetzt drei geile Spiele vor der Brust haben. Und morgen Flutlicht geht an, Stadion ist voll und da gilt es nur laufen, was das Zeug hält. Und wer nicht mehr kann, gibt es nochmal das beste Mittel, noch mehr zu laufen und dann komplett sich zu verausgaben, in der Kabine drin zu legen und dann nochmal 3 Tage oder 4 Tage später Zeit für das nächste Spiel. Also wir sollten uns jetzt nicht Dinge einreden, die es nicht gibt. Alles klar, machen wir auch nicht, deswegen Außer außer Zahnfleisch. Es gibt noch ein paar Restkarten, also seid dabei. Es geht morgen um alles. Bis dann. Ja. Sorry. Bisschen out of order heute.